Der gesundheitlich angeschlagene algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika hat trotz Massenprotesten seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl am 18. April eingereicht. Die entsprechenden Unterlagen sind beim Verfassungsrat eingegangen, wo sich die Kandidaten registrieren lassen müssen. Führende Oppositionspolitiker kündigten den Boykott der Wahl an und riefen zu weiteren Protesten gegen Bouteflika auf. In den vergangenen Tagen hatten landesweit Hunderttausende gegen die Kandidatur des 82-Jährigen demonstriert. Dabei war am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Dutzende Polizisten und mehrere Demonstranten wurden verletzt. Dutzende Demonstranten kamen in Polizeigewahrsam. Die Demonstranten fordern umfangreichere Reformen als die von Bouteflika nach dem arabischen Frühling veranlassten Änderungen. Bouteflika ist nach einem Schlaganfall 2013 auf den Rollstuhl angewiesen und hat Sprachprobleme. Medien berichteten, er habe sich zuletzt medizinischen Untersuchungen in der Schweiz unterzogen. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt.